Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 5 von Frank spielt Slay the Spire. So, wir haben die ersten drei Folgen mit dem Eisernen gespielt und die letzte Folge mit die Stille und wir machen nochmal mit die Stille weiter. Und wir fangen einfach wieder an. Unser alter Freund, der Wal ohne Wasser. Tja, was machen wir hier? Ich würde sagen, wir nehmen die Trefferpunkte, denn die Stille hat sowieso weniger Trefferpunkte von Anfang an. Und Trefferpunkte, noch mehr Trefferpunkte abgeben für ein Boss-Relikt fand ich irgendwie doof. Und die Annotation habe ich wieder vergessen, fand ich aber auch nicht so attraktiv. So. Okay. Also wenn wir auf mehr als einen Elite-Gegner treffen wollen, müssen wir hier links lang. Ja, okay. Und Händler. Okay, also dann hätten wir nicht die Option, einen Händler aufzusuchen. Das finde ich nicht so gut. Ich würde daher sagen, wir verzichten auf die Begegnung mit zwei Elite-Gegnern und ich nehme mal hier einen dieser rechten Pfade und wir fangen einfach dieses. Ist auch wirklich egal, womit wir anfangen. Und es geht los. Wie gewohnt gegen zwei Schleime. Einmal Stachel, einmal Säure und ich denke, den ersten werden wir einfach los. Kleines bisschen den Sound runterregeln. So, okay, gut. Okay, da wir nicht angegriffen werden, können wir eigentlich auch weiter mit den Angriffen fortsetzen und ich denke mal, für die, die jetzt das schon ein paar Mal gesehen haben, ich werde das jetzt ein... hätte ich ja vielleicht so lieber spielen sollen. Genau, ein bisschen zügiger durchspielen, nicht alles mehr bis ins kleinste Detail erklären, außer ihr habt da Interesse dran, dann erwähnt das. Okay. Genau, ein bisschen wehren sollten wir uns jetzt, also verteidigen. Denn als die Stille ist das mit der Gesundheit doch schwieriger als mit dem Eisernen. Bumm. Okay. Soweit so einfach. Tückischer Schlag. Füge 10 Schaden zu. Wenn du in diesem Zug eine Karte abgeworfen hast, erhalte 2 Energie. Jagd. Füge 15 Schaden zu, ziehe im nächsten Zug 2 Karten mehr. Ausweichrolle. Erhalte 4 Block. Im nächsten Zug erhalte 4 Block. Och, das finde ich ganz gut. Wir sind ja noch früh im Spiel. Gibt es also noch viele Möglichkeiten, andere Karten zu ziehen. Und generell können wir noch versuchen, mehr Erfahrung mit die Stille zu sammeln. Okay, er will irgendwie buffen. Wir können da auch nicht wirklich viel gegen tun. Wir haben keine Möglichkeit, einen Effekt zu wirken. Also sowas wie... Oder hätten wir? Ja, gut, Stärke. Okay, einverstanden. Aber das bewahren wir uns, glaube ich, eher für die Elite-Gegner auf. Ich meinte jetzt sowas wie Verwundbarkeit auszulösen, was dann die Angriffe stärker hätte machen können. Sowas zum Beispiel. Genau. Wobei Schwäche... Okay, Schwäche verursacht natürlich nur, dass sein Angriff schwächer wird, was aber auch eine feine Sache ist. Ist aber nicht dasselbe wie Verwundbarkeit, die dann nämlich bewirkt, dass meine Angriffe ihm mehr Schaden zufügen. Gut. Warum nicht die Ausweichrolle nochmal schwach anwenden und einfach angreifen? Vielleicht hätten wir auch mehr angreifen sollen noch. Wobei, er wäre dann immer noch am Leben mit 3 Gesundheitspunkten. Wir haben auch wirklich nur wenig verloren bisher, also es ist eigentlich alles gut soweit. Ja, seine Macht war doch nicht ohnegleichen, das würde ich aber auch mal sagen.
4 Block für 0. 9 Schaden. Vier Block für 0. Das hört sich doch ganz gut an. Der ewige Händler. Ohne Gesicht. Oder? Sieht doch wirklich komisch aus. Ich meine, alle sehen in dem Spiel komisch aus, ja? Also ich meine, um ehrlich zu sein, ich sag mal, als die Stille braucht man auch wirklich nicht hupen, ne? Letztes Mal habe ich ja schon gesagt, Mischung aus Predator und Plague Doctor aus Darkest Dungeon. Und dann noch dieser, ich weiß nicht, dieser doch recht seltsame Kristalldolch oder was das sein soll. Okay, gut. Zurück zum mondgesichtigen Händler. Was wollen wir denn haben? Wenn du keine Angriffe auf der Hand hast, ziehe zwei Karten. Ich weiß nicht. Erhalte mehr Block. Das haben wir schon. Geistform. Erhalte zwei immateriell. Verliere mehr. Okay, das können wir uns gar nicht leisten. Finde ich aber interessant. Ich weiß gar nicht, was dieses immateriell ist. Das müssten wir uns schon irgendwann auch mal nochmal ansehen. Gut, füge allen Gegnern 2x4 Schaden zu. Ja, nehmen wir das doch mal einfach so und dann machen wir auch mal weiter, dass wir ein bisschen vorankommen. Und wir gehen jetzt hier lang. Oder da oben lang, das entscheiden wir gleich. Okay, neutralisieren. Wir schwächen den Gegner, sodass sein Angriff schwächer wird. Ja, gut. Wir werfen einfach einen Angriff ab. Und den Rest unserer Züge verwenden wir auf Angriffe. Gut geblockt. Ich weiß gar nicht. Okay, Schlangengering. Ziel zu Beginn jeden Kampfes zwei zusätzliche Karten. Alles klar. Ausweichrolle brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen eigentlich keine Abwehr. Jetzt wäre eigentlich ein paar mehr Angriffskarten schon doch ganz gut gewesen. Hätten wir vielleicht doch den Angriff nicht wegwerfen sollen. Aber gut, man lernt nie aus, außerdem entscheidet das dann eben unsere Tendenz bei der Auswahl neuer Karten, wenn wir jetzt mit diesem Gegner hier fertig sind. Genau. Diesmal werfen wir so einen Block ab und nehmen jetzt zwei Schaden. Alles halb so wild. Gut, nochmal schwach. Ausweichrolle und noch mehr Block. So, nehmen wir einen Schaden, damit es halt nicht so viel gegen seine Gesundheit getan, in dem Sinne, aber okay. Vier Block. Ich glaube, jetzt setzen wir mal alles in den Angriff. Blocken müssen wir nicht, weil wir nicht angegriffen werden. Nun wird er sich wahrscheinlich... Ach, er wird sich stärken. Okay. Und verteidigen. 9 Schaden müssten wir zusammenkriegen. Kriegen wir. Und... Das war's mit dem Kieferwurm. Okay, tödliches Gift. Wende 5 Gift an. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke erschöpft. Okay. Das ist natürlich schon krass, wenn man nachher an so... Also gerade wenn man mal an so Elite-Gegner denkt, wie den Gremlin, Aristo-Gremlin, dann ist sowas schon doch sehr praktisch. Also ich würde jetzt trotzdem hier rechts lang gehen, um einfach zu schauen... Du läufst an einer unheimlichen Statue vorbei, die einige Masken in den Händen hat. Hinter dir wispert es sanft. Stopp! Du wirbelst herum und schaust die Statue an, die jetzt zu dir schaut. Bei näherer Beobachtung ist es keine Statue, sondern ein statuenhafter, hagerer Mann. Ob er überhaupt atmet? Gesicht, darf ich anfassen? Vielleicht tauschen? Okay, austauschen. Wisst ihr was? Ich kenne es einfach nicht. Ich würde es einfach mal machen wollen. Für mich? Für mich? Oh ja, ja. Du siehst einen seiner Arme flimmern und dein Gesicht ist in dieser Hand. Dein Gesicht wurde getauscht. Schönes Gesicht, schönes Gesicht. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Lots hungriges Gesicht. Die nächste Truhe außer Bostron ist leer. Okay, also das ist ja jetzt eher Kacke. Gut, mal gucken. Und Grand Aristo. Ne? Man soll es vielleicht nicht beschreien. Ist mit die Stille nicht unbedingt der leichteste Elite-Gegner, soweit ich gehört habe. Oder, naja. Erlebt kann man tatsächlich noch nicht sagen, weil ich wirklich eigentlich quantitativ mit dem Eisernen gespielt habe. Und gerade mal so viel, dass mit den anderen, dass ich jetzt eben die Stille und den
Defekt, die Defekt, weiß ich nicht mal auswendig, gerade vielleicht ein, zwei, drei Mal gesehen habe, bevor ich sie jetzt hier vorstelle. Deswegen ich auch dachte, dass es dann ganz interessant ist, vielleicht da mir zuzusehen, während ich das lerne, sozusagen. So. Wir müssen eigentlich nicht blocken. Wir können einfach den Schaden nehmen, den wir haben. Nochmal Schaden. Wir haben überhaupt keine Giftangriffe. Die Stille ohne Gift, das ist auch irgendwie Banane. Schwach war vielleicht eigentlich auch Quark, weil er ja gar keinen Angriff fährt und die Schwäche eigentlich auch nur eine Runde anhält. Naja. Okay, also das wäre dann mal so ein Fall, wo... Warum eigentlich nicht? Okay, wir können unsere eigene Stärke auch erhöhen. Das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Er hat immer noch 10 Schaden, die er uns zufügt. Genauso viel wie bevor wir angefangen haben, Karten auszuspielen. Naja. Okay. Das ist doch echt bescheuert. Naja. Ausweichrolle und jetzt macht er mittlerweile schon 20 Schaden. Okay, also wir sollten uns wirklich auf den Angriff konzentrieren. Das, sonst wird das hier nichts. Okay, der Angriff konzentrieren ist jetzt leichter gesagt als getan. Naja, okay, gut. Also wenn wir mal 2 Angriffe auf die Hand bekommen sollten, dann bin ich auch bereit, hier den Steroidtrank mal einzusetzen. Ja, ist doch, hat sich doch erfüllt. Neutralisieren. Und Schlag und Schlag und doch ganz gut erledigt. Sparschlund. Sparschlund. Für jede erreichte Ebene erhält 12 Gold. Flüssige Bronze. Stacheln. Aha, interessant. Okay. Vorpreschen ausweiden. Kostet 1 Energie weniger pro in diesem Zug. Abgeworfene Karte füge 3x6 Schaden zu. Naja. Da finde ich Vorpreschen interessanter. Was ist das eigentlich hier? Das sind irgendwelche Pilze, die durch irgendwelche gestorbenen Ratten durchgewandert sind. Durchgewachsen sind und die jetzt quasi... Das ist ein bisschen wie Pickle Rick, ne? Wie Rick dann quasi die Kakerlaken und später die Ratten und so weiter quasi kontrolliert. Nur nicht mit Pilz, sondern mit seiner Crazy Technology. Ne, wer Rick und Morty nicht kennt, einfach mal eine Folge gucken. Ich denke, ihr wisst dann sofort, ob ihr es mögt oder nicht. Wenn ihr es mögt, werdet ihr es höchstwahrscheinlich lieben. Und wenn nicht, dann wisst ihr schon sehr schnell, dass ihr es nicht mögt und werdet wahrscheinlich schon nach wenigen Minuten abschalten, nehme ich an. So. Ja, ist doch gut. Immer genau die Blocks, die wir noch brauchen. Hätte ich da auch for free nehmen können, aber naja, whatever. Allen 4 Gegnern 4 jeweils 4 Schaden zu. Hier lohnt sich das doch auch mal richtig. Den können wir auf jeden Fall mal loswerden. Eine einfache Verteidigung gegen 13 Angriff. Das war jetzt nicht ganz so ideal, aber wir haben auch noch die 4 zusätzlichen Blocks aus dem Zug davor. Vorpreschen. Ja, okay. Ich meine, sowieso jetzt nicht ganz so viel andere Optionen und in der nächsten Runde ist es das dann, glaube ich, eh gewesen. Trotz deiner Stärke. Quäm. 20 Gold. Gift, wo ist das Gift? Ich hätte gern mal Gift. Füge an 4 Gegnern, allen Gegnern 4 Schaden zu. Füge 10 Schaden zu, wenn du diese gerade abgeworfen hast. Wenn du in diesem Zug eine... Oh gut, was soll's. Probieren wir den türkischen Schlag mal. Was soll's. Muss er alles mal einmal ausprobieren, sonst kann man es eh am Ende nicht einordnen. Und ich denke, was sowieso auf Dauer das Interessanteste ist, sind ja die Synergieeffekte, also die
ja, wie soll man es mal ausdrücken? Also die zusätzlichen Effekte, die sich ergeben, wenn man Karten kombiniert, ne? Also Synergieeffekte, wenn man die halt nutzen kann. So, was haben wir hier? Einen könnten wir doch eigentlich mal loswerden, oder? Wobei, zusammenrollen, rollt sich bei Angriffsschaden ein und hält 4 Block. Okay, das heißt, wahrscheinlich werden wir eh nicht einen komplett los. Oder? 16. Er hält 6 Block. Der hat also 16. Okay, das müsste eigentlich reichen, ne? So, müssen wir den einen loswerden, genau. Dann haben wir immer noch 11 Schaden. Wir haben aber 10 Block bekommen. Okay, einen Schaden. Ich würde sagen, das ist eine sehr positive Bilanz. Fragt sich auch, warum die durch Einrollen unterschiedliche Anzahl Blocks bekommen. So als wenn sich die einen stärker einrollen als die anderen oder was. Füge 10 Schaden zu. 10 und 4 sind aber nicht 17. Neutralisieren. Okay, wir wenden erstmal schwach an. Dann verliert er auch ein bisschen Energie und dann. Ah, schau an. Genau, den Block verliert er nämlich in der nächsten Runde. Das heißt, eigentlich kann man die Blocks von diesen kleinen Läusen auch einfach auslösen. Einfach eine Runde warten und dann weitermachen. Das kann man sich auch mal merken. So. Okay, also. Wesentlich mehr als blocken kann ich hier auch nicht machen. Kann ich auch einfach in die Block, in die Zukunft des Blocks investieren. Also in meinen Block in der nächsten Runde sozusagen. Gut. Und das war's. Schwächetrank, alles klar. 3 Schwäche, 3 Runden offenbar. Er hatte 2 Geschicklichkeit, okay. Das finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, langsam wäre Gift schön. Also ich glaube, wenn ich hier jetzt so eine Kiste nehme, dann kriege ich da nichts raus. Genau, ja, ganz toll. Wegen dieser bescheuerten Maske. Also das mache ich noch nicht nochmal. Willkommen. Okay, Strahlblitz füge 3 Schaden zu. Ziehe eine Karte. 3 Schaden ist nun auch wirklich nicht viel. Endlose Qual. Immer wenn du diese Karte ziehst, erhalte eine Kopie von ihr auf die Hand. Füge 4 Schaden zu. Also das ist so ein bisschen wie der Zorn. Und dann haben wir hier Wende zu Beginn deines Zuges auf alle Gegner 2 Gift an. Wisst ihr was? Wir nehmen mal diese 2 mit. Zeitlupe, was ist das denn? Mal so aus der Theorie. Du kannst in diesem Zug keine Karte ziehen. Deine Handkarten kosten in diesem Zug 0. Oh hey, okay. Ja, das wäre auch interessant gewesen. Ja. Nehmen wir auch noch mit. So, nur raus hier. So. Moonface, Shopkeeper. Ne? Mind your own business. Okay. Endlose Qual. Den Dieb muss man immer versuchen, möglichst schnell platt zu machen. Der haut nämlich sonst mit dem Geld ab. Aber das kennt ihr bestimmt schon. So, immer noch 2 Energie. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt echt auf den Angriff. Volle Hütte, damit wir nicht so viel Geld verlieren. Okay. Ausweichrolle. Okay, wir haben eh jetzt nicht so viel Angriffsmöglichkeiten gerade. Da können wir auch genauso gut einfach erst die Geschicklichkeit erhöhen und dann den Block anwenden und blocken zumindest 6 von 4 so und nur. Tut auch unser Gift seine Wirkung. 10. So, okay. Damit sind wir los. Verlieren kein Geld, das ist gut.
Giftige Dämpfe, Wende zu Beginn. Okay, das haben wir, glaube ich, schon. Wende 6 Schaden zu. Füge 6 Schaden zu. Wende 3 Gift an. Genau, das nehmen wir jetzt mal mit, dass wir hier mal auf der Giftfront ein bisschen zunehmen. Ein bisschen Damage over Time. Uns aufsacken. Abwehr von 0 ist doch schön. Angriff von 0 ist auch gut. Nochmal Angriff von 0 ist gut. Neutralisieren. Okay, so. Wir schwächen ihn. Okay. Und dann nehmen wir das noch und das auch noch. Und dann nehmen wir die 5 Schaden. Okay, vielleicht hätten wir das nicht machen sollen, weil langsam ist es doch mit der Gesundheitsfront nicht ganz so weit hier. Typisch für die Stille eben. Ne, am Ende ist Stille und so. Hehe. Ein Schnitt. Ein Block für heute, einen für morgen und noch mehr Block für heute. Das heißt, wir erleiden in dieser Runde, in diesem Zug keinen Schaden und 18 werden wir ihn jetzt mal los. 6, 6 und 6. Jo, alles klar. Tschüssikowski. Genau, Ende Gelände. Und nu, vorbereitet hier eine Karte, wirf eine ab. Halte 2 Messer auf die Hand. Ja, die Messer, die waren doch eigentlich ganz lustig. So. Ja, ich glaube, wir gehen hier lang. Okay, Fragezeichen war auch ein Gegner. Das hat uns also jetzt nicht viel gebracht. Ausweichrolle, wir werden nicht angegriffen, deswegen müssen wir im Moment nicht blocken. Wir fügen allen Gegnern 4 Schaden zu. 6 Schaden und Gift für den Kultisten. Und wir nehmen die Messer. Kloppen die Messer beide auch auf den Kultisten. Schneiden ihn auch noch. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle Angriffe gespielt. Können wir mal überlegen, ob wir vielleicht einen dieser Tränke anwenden, denn ich habe so das leise Gefühl, dass wir noch einen Trank bekommen werden. Und dann sollten wir auch Platz haben für neue Tränke. Also ich denke mal, wir nehmen mal schwach für 3 Runden, das ist doch ganz gut. Wenn es zu Beginn deines Zuges auf alle Gegner 2 Gift an. So, alles klar. Machen wir das. 2 Schaden, 1 schwach. So. Ein Zug lang 6 Stärke. Nehmen wir lieber den Block. Das ist wirklich ein massiver Nachteil, dass man als die Stille eben nicht nach jedem Zug neue Trefferpunkte dazu bekommt, so wie der Eiserne. 8 Block und naja, wir werfen einfach jetzt den Schlag ab und machen das so. Und nun hat er immer noch Trefferpunkte übrig. Sakrileg! Nächste Runde ist er dann aber weg. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht weiter um den kümmern. Konzentrieren uns also jetzt hier auf den Schleim. So, endlose Qual und das war's. Bum bum. Okay. Also irgendwie, wenn es so viele Karten gibt, mit denen man durchtauscht, dann ist das für die Stille auch irgendwie ganz gut. Wir machen das einfach mal. Ich habe da noch kein so gutes Gefühl für diese Mechanik mit Karten abwerfen und dann alle neu oder 3 neue Karten ziehen, wann man das genau braucht, wie man sein Deck dafür aufbaut, aber vielleicht kommt das ja mit der Übung. Die Bombe, das wäre natürlich genial gewesen. Wird aber nichts. Leichenexplosion. Da habe ich auch schon viel von gehört. Können wir uns auch nicht leisten. Ne, aber
Wende 6 Gift an, sobald der Gegner stirbt, füge allen Gegnern Schaden in Höhe seiner maximalen TP zu. Das ist extrem. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man als die Stille in der Zukunft einfach braucht, weil es wird schon einfach sehr, sehr schwer. Ich habe heute Nachmittag mal ein bisschen mit dem Eisen einfach so gespielt und also gerade Akt Nummer 3, das wird so schwer. Also wenn man da wirklich nicht ein perfekt austariertes Blatt hat oder Skills, von denen ich noch nicht genau weiß, wie sie denn eigentlich aussehen. Also es wird auf jeden Fall schwieriger. So. Was das Spiel aber eben auch lange interessant macht. So ist das eben. Gut. Wurfpfeile. Füge pro Fähigkeit Fertigkeit auf deine Hand 4 Schaden zu. Mhm. Tja. Giftige Dämpfe. Das haben wir schon. Zwei schwach. Nehmen wir die 2 schwach. So. Und wir müssen auf jeden Fall uns ausruhen. Mit 47 Trefferpunkten als Stille den Hexaghost fighten. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das wird eine Katastrophe, aber wir werden es erleben, ne? Füge 10 Schaden zu. Okay. Karten abgelegt. Ich probiere das. Oh nee, das war. Nein, das wollte ich doch so nicht. Na, okay. Das war natürlich echt nicht schlau. Frank. Aber Gift können wir auf jeden Fall mal anwenden. 3 Stacheln. Ich glaube, wir warten mal auf den ersten konkreten Angriff, bevor wir noch weitermachen mit Tränken. Ja. So. Ach, jetzt verstehe ich das. Die endlose Qual spielt man am besten einfach nicht aus. Denn wenn man sie nicht ausspielt, sie aber jetzt gezogen hat, dann müsste ich im Grunde genommen, das können wir gleich mal ausprobieren, lassen wir eine mindestens übrig und müssten dann ja sehen, ob ihr dann davon mehr bekommt. 4x6, das ist natürlich mega. Wir wenden die Schwäche an, dann sind es schon mal noch 3x6, mal in 1x6 weniger. Wir wenden jetzt auf jeden Fall die Stacheln an. Haben wir denn irgendwas zum Blocken eigentlich hier? 4 Block. Weil Gegner verlieren 6 Stärke. Ja, das ist doch perfekt. Brauchen wir auch gar nicht blocken. Es ist echt genial. Er hat uns 0x6 angegriffen. Oder 6x0 für 0 angegriffen. Okay. Sei schwach. Ja, also Hexaghost funktioniert immer so. Der macht immer alle paar Runden einen wirklich mega harten Angriff. Und in der Zwischenzeit lädt er sich auf, macht kleinere Buffs und kleinere Angriffe. Und man muss wirklich versuchen, dann da einfach möglichst viel Schaden zuzufügen. Ja, das machen wir nochmal. Das machen wir auch noch. Und 3x2 sind ja auch nur 6. Das heißt, da sind wir mit 10 Block sogar deutlich über dem Soll. 2 Messer. Karte abgeworfen. Nehmen das. Okay. Ich weiß auch nicht wann. Wir übernehmen jetzt die endlose Qual. Giftiger Stich. Giftiger Stich ist dann kumuliert. 3 plus 2 plus 1 sind 6 sind 6, sind 12 Schaden. Und das wären. Okay, wir nehmen den. Und kann den ja auch noch benommen. Also wir kriegen für die halbe Energie über die Zeit gerechnet. Auf jeden Fall 2 mehr Schaden sogar. Alles klar. Schwäche
Abstriche brauchen wir nicht. Brauchen keine Geschicklichkeit. Brauchen das eigentlich alles nicht. Dann nehmen wir das auch nicht. I don't take what I don't want. Okay, nun ist er auch noch verteidigt. Mein lieber Mann. So, okay. Können wir es irgendwie brechen? Okay, ich glaube, wir lassen die endlose Qual bleiben. Ach, ein bisschen werden wir angegriffen. Dann abwerfen. Okay, ich bin mal gespannt. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob der Nachziehstapel oder der Abwurfstapel größer wurde durch das Nicht-Ausspielen der endlosen Qual-Karten. Okay, so, Ausweichrolle. Wir nehmen die Ausweichrolle, dann haben wir auch für den nächsten Zug ein bisschen vorgesorgt. Wie üblich. Ja, aber mein Eindruck ist, das läuft auch eigentlich ganz gut. So. Wir können auf jeden Fall uns nochmal ordentlich blocken. 4x6 sind viele. 24, das ist... Auf der anderen Seite müssen wir auch irgendwie mit dem Schaden weiterkommen. Aber 24, dann hätten wir noch 23 Gesundheit. Auf der anderen Seite, er macht ja auch danach vielleicht wieder einen etwas weniger starken Angriff. Ich denke mal, wir gehen in den Block. Natürlich auch den Geschicklichkeitstrank mal benutzen können. Naja, so what? Allerdings denke ich mal, diese Runde gehört uns. Geh heim, geh woher du gekommen bist. Geh hin, woher du gekommen bist. Wie auch immer. Stirb, stirb, stirb. Füge allen Gegnern 13 Schaden zu. Was für eine Psychokarte. Aber gut, ich meine, mit dem Face, was ich da habe, muss man sich auch nicht wundern. Phantomkönner, in diesem nächsten Zug wird dein Angriff schon verdoppelt. Ich glaube, wir nehmen trotzdem dieses Stirb, stirb, stirb. Okay. Anstatt zu sterben, werden 50% der maximalen TP geheilt. Erhalte den. Kann sich mehr ausruhen, das als die Stille. Also ich glaube, es hackt. Ja, okay, was weiß ich. Wir probieren das mal. Ich bin auch noch nie verflucht worden bei jeder Kiste. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Also überraschend, wie das Spiel ist und geblieben ist, trotz der jetzt schon fast 50 Stunden, die ich damit verbracht habe, könnte ich mir sogar vorstellen, dass für die stille Flüche irgendwie eine andere Bedeutung und möglicherweise teilweise, naja, positiv wohl doch nicht, aber ja, ich will es einfach mal ausprobieren, ich will wissen, was passiert, wie es uns ergehen wird, wenn wir eben die Energie nehmen pro Zug und dafür eben leider Gottes dann Flüche einsammeln werden. So. Wollen wir theoretisch mit zwei Elite-Gegnern kämpfen können? Ist es überhaupt eine Prio? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, wo haben wir die Händler? Also wir haben hier vorne einen Händler. Da haben wir einen Händler. Hier haben wir einen Händler. Ja, ich glaube, wir halten das alles offen, wenn wir einfach hier lang gehen. So. So. Zwei Messer. Warum nicht? Sechs Schaden, wenn drei Gift. So, ein bisschen verteidigen sollten wir uns vielleicht auch mal. Und dann noch die 6 Schaden mit dem Gift. Und dann sind wir fertig. Okay. Können wir gar nichts weiter machen. Wir haben keinen Debuff. Also keine Möglichkeit, den Buff auszuweichen. Level Life ist nicht an, deswegen brauchen wir eigentlich die Verteidigung nicht echt. Nicht wirklich so.
Will uns für 7 angreifen. Gut, das können wir auch einfach mal komplett blocken. Why not? So. Also auf jeden Fall ganz interessant. Also man hat irgendwie so das Gefühl, die Stille ist, also ich habe das Gefühl, die Stille ist irgendwie wehrloser. Und trotzdem kommt man hier ja ganz gut durch. 13 Schaden. Ich glaube, man muss es eh so machen, weil wir haben hier ja überhaupt keine Möglichkeit zu blocken mit der Karte, die ich jetzt hier gerade habe. Bleibt er nachher auf einem TP oder was? Irrsinn. Nein, alles klar. Sehr gut. Das gefällt. So, füge allen Gegnern 10 Schaden zu. Okay, wow. 133 Gold. Wir gucken trotzdem mal beim Händler vorbei. Vorausdenken. Planung. Lege eine Handkarte unten. Unter den Nachziehstab. Sie kostet 0, bis du sie spielst. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Also es ist quasi, wenn ich die dann ziehe, dann kostet sie, also kostet dann einmal 0. Okay. Aha. Dann, okay, damit könnten wir also eine ziemlich teure Karte einfach für den nächsten Zug parken, ne? Okay. Ich weiß, wüsste jetzt nicht genau, welche da in Frage kommt. Könnte man sich natürlich auch anschaffen, um damit später nochmal was zu machen. Ja, ach was weiß ich. So, wir probieren das mal. Gerne hätte ich das Geld ja auch einfach aufbewahrt, aber es ist ja auch ein bisschen verführerisch, sich das alles mal anzuschauen. Okay, ich sehe gerade, diesen Händler bekommen wir jetzt gar nicht und deswegen würde ich sagen, das war jetzt doch einfach strategisch nicht so schlau. Schöner wäre es gewesen, wir wären da lang gegangen. Dann hätten wir hier vielleicht noch mehr Geld eingesammelt, hätten da beim Händler uns vielleicht noch einiges weiteres Interessantes holen können. Aber ich meine, vielleicht ist ja auch mit dem sphärischen Wächter schon Schluss, insofern. Schauen wir mal, weil der ist dann doch echt ganz schön bitter, der Typ. Auf der anderen Seite bin ich ja schon häufig überrascht gewesen jetzt hier mit die Stille. Insofern schauen wir doch mal so. So. Der ist nämlich der König unter den Blockern. Sozusagen ein Blockierer bei Profession. Sieht eigentlich aus wie so eine komische Tennisballmaschine, oder? Also, naja, eigentlich sieht er überhaupt nicht so aus, aber hat so ein bisschen die Funktion. Nur, dass die Dinger irgendwie so ein bisschen aussehen, als wenn sie aus Keramik wären oder so. Zumindest fühlt es sich so an, wenn die Dinger auf mich zukommen. So. Ja, vielleicht mit dem Gift. Vielleicht ist Gift gar keine so blöde Idee. Und ansonsten Verteidigung. Viel Verteidigung war das jetzt ja auch nicht. Okay, naja. Wir nehmen einfach. Wir spielen, was wir haben. Mhm. Okay. Ja, er wehrt alle meine Debuffs ab. Okay. Er verliert ordentlich an Stärke. Das ist doch gut. Wirft zu viele Karte ab. Ja, gut. Was soll's. 8 Schaden nehmen wir. So. Nun ist es aber auch mit seiner Verteidigung mal wieder. Okay. Machen wir das mal und gucken mal, ob wir
Naja. Okay. Das mit dem Gift ist wirklich eine gute Sache. Also selbst bei so Gegnern mit viel Block. Und das mit der Schwäche, also dass man Angriffe abschwächen kann regelmäßig. Ist schon ganz gut. So. Das hätte ich eigentlich auch spielen können, ne? Das war jetzt auch wieder echt nicht so schlau. Na. Na, na, na. So. Klack. Wir nehmen die Schwäche wieder. Wir nehmen das. Und Task erledigt. Genau, den nehmen wir einfach nochmal. Das finde ich ganz gut. Das ist eine gute Funktion. Zwei Fragezeichen, dann Elite-Gegner und dann schauen wir mal. Erhalte ein Relikt, werde verflucht, unspielbar angeboren, ich stoße den Sarg auf und erhalte, was für ein Relikt habe ich, jetzt bekommen. Beginne jeden Kampf mit Eingeschicklichkeit. Fein. Kann man gebrauchen. Ein Mann mit einer Augenklappe und so weiter. Jeder Fremde, Wissenschaft, genau, den haben wir auch schon mal gesehen. Werde gejaxt. Verliere 3 TP, erhalte 2 Stärke. Ist nicht unbedingt was, was man für die Stille braucht. Also um Stärke geht es nicht ganz so sehr. Wir nehmen einfach das besondere Relikt. Beginnend Kampf mit 3 Stärke. Ja gut, okay, wenn man sie umsonst kriegt, dann ist das ja auch fein. Ich will trotzdem erst den Elite-Gegner nehmen. Oh Mann. Der Messer-Djinn. Buch des Stechens. Also ich finde, es sieht aus wie ein Djinn. Na okay. Ich verstehe schon, warum es so heißt, aber im Grunde ist es ein Djinn mit einem fetten Messer und der ist nur nicht in der Flasche, sondern im Buch. So, so ist das. Der Name irritiert nur. 13 Schaden. Seine Stärke ordentlich reduzieren. Das mit dem Plan habe ich gar nicht bedacht. Nur mal 2. Na, da willst du es ja richtig schlecht nachgehen. Okay, okay, okay. Können wir alles ausspielen. Insofern ist es eigentlich auch wurscht. Nochmal 6 Stärke reduzieren. Ja, warum nicht? Dann nehmen wir auch wieder keinen Schaden. So. Wirklich in der Kombination ein ganz gutes Blatt. Okay. 10 Schaden, 11 Block. Ja. Vielleicht hätte wir eine Energie mal behalten sollen für den tückischen Schlag. Dann nehmen wir stattdessen eben noch einen Block. Verlieren jetzt eben nichts. Und lassen einfach das Gift für uns arbeiten. Wenn auch nicht allzu stark. Mann, 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 Junge. Du kannst auch mal echt jetzt ein kleines bisschen weniger aggro sein. Gut. Ich meine, wir verbrauchen ja irgendwie gar keine Energie so richtig. Okay, dann nehmen wir jetzt 4 Schaden. Das ist auch nicht so wahnsinnig schlimm. Zwei schwach ist doch auch in der Situation fein. 11 Block können wir auch gut gebrauchen. Schmeißen das kalkulierte Risiko weg. Ansonsten greifen wir an. Nehmen 9 Schaden. Puh. Viele, viele Wunden. Also er macht auch keinen Angriff, der schwach ist. Also so viel ist sicher. Auch wieder alles ausspielen, was wir haben. So. Die Freundin füllt sich da jetzt irgendeine Flasche Wasser ab. So ist es eben.
Okay. Okay, 24, also das wird eine knappe Kiste. Wenn es überhaupt eine wird. Oh, 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 oh. Übel, 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 sprach der Dübel. Okay, also entweder wir kriegen es jetzt irgendwie hin oder nicht. Und dann höre ich auch auf. Ja. Okay, ja, dann höre ich eben auf. Dann nicht. Ohne mich daneben. Verdammt, verdammt, verdammt. War ja klar. Immer diese motivierenden Sprüche. Komischerweise spielt man dann doch immer weiter. Okay. Gut. Das war Folge Nummer 5 von Frank spielt Slay the Spire. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß und Erkenntnisse gebracht wie mir. Nach wie vor ein geniales Spiel, wie ich finde. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!